Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind mal wieder beim Thema Lightroom Basics. Es ist ja auch Montag. Und nachdem wir jetzt die Basisfunktionen insbesondere im Entwickeln-Modul und im Bibliotheksmodul durchgesprochen haben, wenden wir uns nochmal dem Katalog zu. Am Anfang hatte ich euch die Struktur, den Aufbau des Katalogs erklärt und wie man damit umgeht. Heute schauen wir uns mal an, wie man Teile eines Katalogs exportieren kann oder einen anderen Katalog importieren kann. Viel Spaß! Wenden wir uns jetzt also nochmal dem Katalog zu. Das ist, das habt ihr zwischenzeitlich, denke ich, hoffe ich, gelernt, die Basisfunktion oder, nein, eigentlich muss man sagen, eine der Basisfunktionen von Lightroom, nämlich die Bilder innerhalb eines Katalogs zu organisieren. Heute geht es also um das Exportieren und das Importieren von Katalogteilen. Wofür könnte man sowas brauchen? Also ich kann mir zwei Szenarien vorstellen, insbesondere für das Exportieren, nämlich einmal archivieren. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich einen Katalog habe, der mehrere Jahre beinhaltet, 2014 bis 2017 beispielsweise, dass ich sage 2014, 2015, die möchte ich aus dem Katalog rausnehmen und sie in einen getrennten Katalog bringen, weil der Komplettkatalog ist mir zu groß geworden, oder ich möchte es einfach in irgendeiner Form archivieren oder sichern. Zweite Variante, die ich mir vorstellen kann, ich möchte einen Ordner aus dem Katalog zusammen mit den Kataloginformationen auf eine externe Platte oder einen Speicherstick spielen, um die an irgendjemandem weiterzugeben. Eine zweite Variante. Für den Import, wie ich das hauptsächlich benutze, ist, wenn ich im Urlaub bin. Wenn ich in Urlaub fahre, habe ich meinen Laptop dabei, logischerweise. Ja, logischerweise kann man sagen. Wobei ich zu Hause eigentlich hauptsächlich auf dem iMac arbeite. Das heißt, im Urlaub kreiere ich mir mit Lightroom einen neuen Katalog, der nur die Urlaubsbilder enthält, mache während dem Urlaub meine Importierungen, meine Bearbeitung, Sortierung, Kennzeichnung und so weiter, wobei ich die Struktur, die ich euch eingangs dieser Serie vorgestellt habe, auch da natürlich durchhalte. Und wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, dann importiere ich diesen Urlaubskatalog in meinen Hauptkatalog, der auf meinem iMac läuft. Fangen wir mal mit dem Export an. Und was ihr hier jetzt vor euch seht, ist einmal der Lightroom-Katalog, in dem wir jetzt die ganze Zeit unterwegs waren, und hier ein Ausschnitt aus dem Finder. Ich bin ja auf dem Mac, oder entsprechend könntet ihr euch das auch im Detail-Explorer auf Windows genauso anschauen, logischerweise, und es würde dann auch vergleichbar aussehen. In unserem Katalog hatten wir, das stammt sozusagen aus den ersten Teilen dieser Serie, den Bereich Fotos aufgebaut, wo wir unter 2017 als ein Beispiel Bilder von Köln-Ehrenfeld am 6.5. abgelegt haben, und zwar nach der Struktur In, das sind meine Rohbilder, Work, normalerweise für Photoshop-Dateien, was wir jetzt hier nicht haben, und Out, in der letzten Folge hatten wir hier ein Bild abgelegt. Und bei den In-Bildern schauen wir uns jetzt genau dieses Bild nochmal an, einfach mal zum Merken, um zu prüfen, ob Lightroom im Exportvorgang auch wirklich alles richtig macht. Und das war dieses hier. Da hatte ich eine Color Key Entwicklung in der letzten Folge gemacht, um euch das Thema Presets zu erläutern. Wie exportieren wir jetzt einen Katalog? Und zwar, was ich jetzt exportieren möchte, ist aus diesem Gesamtkatalog, in dem, wie gesagt, diese Fotos drin sind. Ach so, und das, was wir im Entwickeln-Modul benutzt haben, diese Bilder, auch an die könnt ihr euch erinnern. Und den Fotos-Teil, den möchte ich jetzt exportieren als Katalog zusammen mit den Bildern.
damit die dann hier auf dieser externen Festplatte, das hier ist eine externe Festplatte, und ihr seht, was momentan drauf ist, nämlich meine Dropbox und sonst nichts, damit wir dann das nehmen können und damit irgendwas machen. Wie gehen wir vor? Wir machen auf das gewählte Verzeichnis einen Rechtsklick und sehen hier diesen Ordner als Katalog exportieren. Klicken wir drauf und jetzt geht eine normale Box auf, wie wir sie in der Verwaltung von Dateien in unserem Betriebssystem immer kennen. Die externe Festplatte, auf die das Ganze gespielt werden soll, das ist die hier, wie ihr sie auch hier drüben seht, ist bereits ausgewählt. Wir brauchen einen Namen. Ich nenne das jetzt mal Tutorial. Und hier unten müssen wir sagen, was er machen soll. Negativdateien exportieren. Ich habe mich immer gefragt, warum da Negativdateien drin steht. Was er meint er damit? Soll er die Fotos mit exportieren oder soll er nur den Katalog exportieren? Wir wollen in dem Fall jetzt die Fotos mit exportiert haben. Wir wollen Smart-Vorschauen erstellt haben. Und falls es schon irgendwelche Vorschaubilder gibt, sollen die in den Exportvorgang mit eingeschlossen sein. Und jetzt sage ich Katalog exportieren. Und wenn wir jetzt hier nach links schauen, dann können wir auch beobachten, was passiert. Ihr seht also, Lightroom hat zunächst mal entsprechend unserer Namensgebung ein Verzeichnis Tutorial angelegt. Der Exportvorgang läuft noch. Schauen wir uns mal an, wie das da drin aussieht. Und Lightroom hat jetzt die komplette Verzeichnisstruktur ab der obersten Ebene, die ihm bekannt ist. Und das war dieser Verzeichnisname, der für mich auf meiner Tutorial-Platte sozusagen kennzeichnet, dass hier die Lightroom-Tutorials drauf sind. Das ist auch hier die erste Ebene für die exportierten Bilder. Wir haben einen Katalog hier abgelegt, der auch Tutorial heißt. Wir haben die Smart Previews und die Previews. Und in den Fotos haben wir die Struktur, die wir hier auch hatten. In mit den ganzen Bildern und out mit dem einen Bild, was wir gemacht haben. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob das dieser Katalog auch funktioniert. Dazu verlassen wir den hier erstmal. Das ist, das seht ihr hier, Tut. Wie Tutorial, mein Workflow, das ist der Katalog, in dem wir bisher immer gearbeitet haben. Ich gehe mal hier drauf. Wir sichern jetzt mal nicht, es geht zu lange. Lightroom ist fertig und jetzt rufe ich diesen Katalog auf. Das ist der Tutorial, den wir gerade exportiert haben. Und da ist er auch schon und wir sehen jetzt hier die Platte, auf die wir exportiert haben. Wir klicken den mal auf, sehen die oberste Ebene, Fotos 2017, Köln-Ehrenfeld, in und out. Wir sehen nicht Work. Warum nicht? In Work war kein Bild drin. Deswegen wurde auch hier nichts exportiert. Und wir hatten uns ja ein Bild gemerkt, nämlich das mit dem Color Key. Und zwar das RAW-File, ARW, Sony-Format für RAW-File. Und wir sehen, die Entwicklungseinstellungen sind, und wir gehen mal ins Entwickelmodul. Genau so übernommen worden, wie wir das entwickelt haben. Und wir sehen auch bei den Vorgaben, ihr erinnert euch an die letzte Folge, da hatten wir ein Preset erstellt für eine Entwicklung. Und die hieß Color Key Grün, Mischung aus Englisch und Deutsch lässt sich immer besonders gut aussprechen, nämlich genau die Entwicklungseinstellung für dieses Bild. Und auch dieses Preset wurde mitgenommen, so wie alle anderen Presets, die im Originalkatalog drin waren. Hat also funktioniert. Dann gehen wir aus dem wieder raus und öffnen uns den Katalog davor wieder. Der liegt bei mir auf der anderen Platte. Da gibt es Tutorials in Arbeit. Wo ist es denn? Lightroom. Mein Workflow. Und da ist er auch. So, gehen wir wieder auf das Bibliotheksmodul. Wir sind jetzt wieder im Ursprungskatalog, tut mein Workflow und haben hier immer noch
die Struktur drin, die wir vorher hatten. Das heißt, der Exportvorgang ist eine Kopie und kein Move, keine Bewegung. Das berührt den Originalkatalog, aus dem ihr exportiert habt, nicht. Kann also nicht viel passieren. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt drehen wir das ganze Ding um. Dazu schmeiße ich jetzt erstmal alles raus, was hier unter Fotos abgelegt ist. Und natürlich habe ich vorher meinen Katalog gesichert. Das habe ich, bevor ich angefangen habe aufzuzeichnen, gemacht. Und ist die dringende Empfehlung, bevor ihr irgendwas am Katalog verändert mit Export, Import oder Ähnlichem, macht eine Sicherung. Sprich, Lightroom verlassen und auf Sichern klicken. Weil es ist IT, es sind Computer. Und so ein komisches Bit kann halt mal umfallen und prompt ist der Katalog kaputt. Gut, also ich habe gesichert und jetzt gehe ich mit Rechtsklick auf Fotos, das war ja die, die wir vorhin exportiert haben, und sagen entfernen. Möchten Sie den Order bla 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 entfernen? Wenn Sie fortfahren, werden diese Fotos aus dem Lightroom-Katalog gelöscht. Der Ordner und die Dateien bleiben jedoch auf dem Datenträger erhalten. Das möchte ich jetzt nicht machen. Das heißt, wenn ich Verzeichnisse lösche aus Lightroom, dann wird praktisch nur der Katalogeintrag gelöscht und nicht die Verzeichnisse und die Dateien selber. Also müssen wir das hier in zwei Schritten machen. Schauen wir hier nochmal alle Bilder an. Ich markiere jetzt alle Bilder mit Command oder Control A. Rechtsklick, Fotos entfernen. Möchten Sie die 44 ausgewählten Blablabla vom Ladenträger löschen oder nur aus Lightroom entfernen? Wenn ich jetzt auf Entfernen klicke, dann werden sie nur aus dem Katalog gelöscht. Wenn ich auf Vom Datenträger klicke, dann werden sie vom Datenträger gelöscht. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Vom Datenträger löschen. Jetzt sind die Bilder weg. Und dass sie wirklich weg sind, schauen wir uns auch mal im Verzeichnis an. Die waren nämlich in Arbeit, Lightroom, Fotos, 2017, die Struktur ist ja noch da, in gähnende Leere. Also die Bilder sind wirklich gelöscht worden. Und jetzt entferne ich auch die Struktur, die Ordnerstruktur. Auch weg. Wir haben jetzt nur noch das, was wir unter Entwickeln hier drin haben. So, und jetzt importieren wir den Katalog wieder rein, den wir vorhin exportiert haben. Datei aus anderem Katalog importieren. Tutorial, Tutorial IRCAD. Wählen. Katalog enthält 44 Fotos, Köln-Ehrenfeld. In Köln-Ehrenfeld out mit einem, das war das Exportierte. Und jetzt können wir uns aussuchen, wollen wir die Bilder da lassen, wo sie sind, oder wollen wir die Fotos in einen neuen Ordner kopieren und importieren. Das wollen wir. Ich möchte sie wieder auf meiner Originalplatte haben. Dann muss ich sagen, wo. Und dann nehmen wir wieder Tutorials. Das ist wieder, gehen wir von vorn, meine Hauptplatte für Tutorials, Tutorials, Arbeit, Lightroom, Fotos. Gehen wir mal nur bis da. Jetzt sind wir gespannt, was er macht. Auswählen. Und dann importieren. So, wir sehen, die Bilder sind erstmal da, ja, Fotos, da sind unsere 44 Bilder. Gehen wir nochmal zu unserem Testbild, das Color Key Bild, wo ist es denn? Hier, das ist die ja, ARW-Datei, die RAW-Datei, die ist auch da, alles wunderbar, hat alles funktioniert, aber die Struktur sieht jetzt ein kleines bisschen anders aus, weil er vorher die komplette Verzeichnisstruktur abgebildet hat, hat er die natürlich jetzt hier übernommen.
Aber das kriegt man relativ einfach aufgelöst. Wir nehmen Fotos, schieben das nach hier, Fotos und schmeißen das hier mit Entfernen raus und dann haben wir das gleiche wieder wie vorhin. So, wie sieht es jetzt auf unserer Platte aus? Auch da hat sich durch die verschiedenen Ordnerstrukturen jetzt natürlich ein bisschen was verschoben. Das heißt, das muss man vorher berücksichtigen. Wie auch immer, wir haben hier unter Fotos 2017 Ehrenfeld in alle unsere Dateien da und im Out-Verzeichnis das eine Bild, was wir in der letzten Folge exportiert haben. Und diese doppelt gemoppelte Struktur, nämlich Fotos, Fotos, die sehen wir auch hier. Das heißt, auch das könnten wir relativ schnell wieder auflösen, indem wir das einfach nach hier oben schieben. Ja, dann sagt er uns natürlich, das existiert schon. Da hat er natürlich recht. Wir nehmen, ja logisch, wir nehmen 2017 und ziehen das nach Fotos. Gibt es auch schon. Was haben wir denn hier in 2017? Das war das leere Verzeichnis von vorhin, wo wir alles rausgenommen haben. Da ist nur noch die GPS-Information drin. Das lassen wir jetzt erstmal sein, weil die möchte ich natürlich behalten. Ich hoffe, das heutige Thema hat euch gefallen und hat euch auch was gebracht. Ich denke, gerade wenn man zum Beispiel im Urlaub ist und im Urlaub mit seinem Laptop unterwegs ist und zu Hause vielleicht ein PC oder ein Desktop-Rechner stehen hat, dann ist es durchaus eine hilfreiche Funktion, sich zu Hause erstmal einen Katalog vorzubereiten, vielleicht mit ein paar Bilder, die man mitnehmen möchte, für Composings, für was auch immer. Und wenn man wieder zu Hause ist, alles, was man im Urlaub gemacht hat und vielleicht schon in Lightroom bearbeitet hat, wieder in den Hauptkatalog importieren kann. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Ich freue mich auch wie immer auf eure Kommentare hier auf YouTube, nämlich unten im Video, oder auch gerne auf Facebook. Bis zum nächsten Mal, dann gibt es wieder ein Donnerstagsvideo. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao.